Was meinst du denn, wie lange du noch brauchen wirst, bis du bei dir selbst angekommen bist? Das heißt, du kommst auch nicht zu meinem Geburtstag? Chef, am Stand gleich. Abgetrennt. Gleich, habe ich gesagt. Hast du denn irgendeine Ahnung, wann du zurückkommen wirst? Sag mal, bist du mir treu? Nein, nein, alles in Ordnung. Macht mich einfach nur traurig. Chef, Verzeihung, aber... Okay, ich muss. Ein abgetrennter Arm am Strandabschnitt Ellenbogen. Gut, dann erstmal danke, ne? Warum immer vor dem Frühstück? Wieso fällt das Butterbrot immer mit der belegten Seite auf den Boden? Warum? Murphy's Law. Wenn was schief gehen kann, dann geht's schief. Irgendein Hinweis auf ein Gewaltverbrechen? Negativ. Irgendwelche aktuellen Vermisstenmeldungen? Die Frau von Paul Pitz ist abgängig. Oh, mal wieder. Kommt zurück, wenn sie sich ausgetobt hat. Vielleicht ist es ja diesmal anders. Also der Arm gehört zu einem Mann. Ich jedenfalls kenne keine Frau mit so einem Habefuchs. Vermutlich ist jemand von Bord gefallen, gerät in eine Schiffsschraube, die den Arm abtrennt. Fertig ist die Laube. Checken Sie die Krankenhäuser. Vielleicht vermisst da jemand seinen Arm. Hat er was? Ja, Kripo Sylt. Feldmann, mein Name. Wir haben einen Arm gefunden. Ja, ohne den Rest. Ja, und zwar am Ellenbogen. Nee, wir haben den am Ellenbogen gefunden, aber den ganzen Arm. Und jetzt wollte ich fragen, habt ihr was ohne Arm? Nee, ich meine es ernst. Hallo? Negativ. Ich habe die Krankenhäuser gecheckt. Informieren Sie die Küstenwache. Vielleicht treibt da draußen noch die Leiche rum. Und Ina soll das Teil sofort nach Kiel fahren, in die Rechtsmedizin. On the rocks. Die schaut sich gerade eine Wohnung an. Der soll sie morgen weitersuchen. Wollten Sie heute nicht eh noch nach Hamburg Ihre Frau vom Flughafen abholen? Das wäre dann nur ein kleiner Umweg. Das hat sich erledigt. Komplett neue Fenster, schöner Holzfußboden. Die Miete ist ja trotzdem ganz schön happig. Muss ja alle Möbel neu kaufen. Ach ja, warum? Alles verbrannt. Nur noch Asche.
verbrannt? Sagen Sie mal, Frau... Behrensen. Behrensen. Haben Sie etwas mit dem Herrn Behrensen aus List zu tun, der im August Weihnachten gefeiert hat? Und ob? Das ist mein Opa, bei dem habe ich bisher gewohnt. Ah ja. Ich hab's gesehen. Das ganze Haus, bis auf die Grundmauern, abgebrannt. Ja, die Kerzen vom Tannenbaum hätte er mal lieber nicht angezündet. Tja. Aber ist ja niemand zu Schaden gekommen. Gedenkt Ihr Großvater bei Ihnen einzuziehen? Auf gar keinen Fall. Den bringe ich heute in ein Seniorenheim nach Husum. Da haben wir einen schönen Platz für ihn gefunden. Darf ich mal? Bitte schön. Husum ist ja gleich um die Ecke rum. Dann kommt Ihr Großvater sicher öfter zu Besuch. Öfter? Weiß nicht, keine Ahnung. Wissen Sie, in der Küche gibt es nämlich einen Gasherd. Super, mag ich eh viel lieber als Elektro. Und die Heizung ist auch Gas. Langsam kapiere ich, worauf Sie hinaus wollen. Ja, Feldmann, kann ich machen. Ich komme gleich bei euch vorbei. Oh, shit. Opa! Ist aber gut jetzt. Komm, Opa, wir müssen weiterhin. Was machst du denn da? Ich bin Moin, Nina. Moin. Ist das alles, was von deiner Habe übrig geblieben ist? Hauptsache Opa hat überlebt. Die Wohnungsbesichtigung erfolgreich? Die Vermieterin hat Schiss, dass sie ihr die Bude in die Luft jagt. Ist ja auch nicht ganz so unberechtigt. Ein Hotel kann ich mir nicht leisten. Für mich holen Clown, Madame. Geht gleich weiter, Opa. Wenn sie erst auf den Clown. Zum Glück kommt er heute zu Heim. Ja, dann, Sie werden staunen, Madame. Ach was. Wird er nicht heute zum Flughafen seine Frau abholen? Das mit seiner Frau hat sich erledigt. Erledigt? Ja, hat er gesagt. Wie meint er das? Was geht denn da ab? Keine Ahnung. Hier. Das ist ein klarer Fall von Ehebruch. Und pass bitte drauf auf, das ist nagelneu. Oh, Feldmann. Also, du fragst Dr. Karp nach dem WLAN-Kennwort, loggst dich ein. Morgen. Öffnest den Videodialog, ja? Opa hat Alzheimer, nicht ich, Herr Kollege. Opa, Finger weg, lass das. Das ist doch kein Picknickkorb. Bis dann. Tschüss. Nina, es reicht. Hallo, Herr Köber. Das ist ein stumpfes Amputationstrauma, etwa 5 cm unterhalb des Schultergelenks. Wie lange lag der Arm im Wasser? Höchstens 26 Stunden. Mit Ihrer Theorie, dass er in eine Schiffsschraube geraten sein könnte, liegen Sie wahrscheinlich gar nicht falsch. Das Opfer war wahrscheinlich ein blonder Mitteleuropäer, der aber wegen seines dunklen Hautkolorits längere Zeit in der Sonne verbracht haben muss. Mhm. Können Sie was zur Statur sagen? Kräftig, muskulös. Den Längenverhältnissen von Hand-, Unter- und Oberarmknochen nach. Auf jeden Fall über 1,80 groß. Ein Fischer oder ein Arbeiter auf einer Ölplattform. Ja, wenn Sie jetzt auf einen Namen und eine vollständige Adresse gehofft haben, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Aber an die DNA mache ich mich gleich ran. Nun, das hat seinen Grund. Ich hätte Vertrauen, Madame. Ich glaube, die Damen im Heim werden ihre helle Freude an ihm haben. Glaube ich auch. Tschüss! Wir melden uns gleich nochmal. Die Küstenwache? Nee, Kollege Lund, dem ist noch was eingefallen. Aha.
Zimmer die Nummer 11? Dankeschön. Einen wunderschönen Aufenthalt. Moin. 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 Ja, genau dieser Platz war das, wo jetzt der Bulli steht. Einmal nach. Da stand ein Wagen. Mhm. Dieser Mann, vollkommen durchnässt. Haben Sie mal eine... Ja. Hat behauptet, dass darunter, oder dass an dieser Stelle, jemand Hallo? Gelegen hätte. Dürfte ich erfahren, was Sie hier tun? Dann dürfte ich Sie fragen, warum Sie das fragen. Mein Name ist Klüver, Kripo Sylt. Das sind meine Kollegen Feldmann und Lund. Kron, Hanna Kron, ich bin die Besitzerin des Hotels. Ist was mit dem Wagen? Nein, wir möchten nur gerne etwas überprüfen. Ja, wären Sie so freundlich, den Wagen wegfahren zu lassen? Sicher, aber warum? Der Kollege Lund ist am späten Sonntagabend, kurz vor dem Gewitter, von einem Ihrer Hotelgäste alarmiert worden. Hier auf dem Parkplatz läge eine hilflose Person. Haben Sie irgendwas davon mitbekommen? Nein, gar nicht. Also der Anrufer ging sogar davon aus, dass die Person eventuell nicht mehr am Leben sein könnte. Wie bitte? Hier auf unserem Parkplatz? Wieso weiß ich davon nichts? Ja, weil als wir hier eingetroffen sind, war hier nichts, außer einem Wagen, der genau an der Stelle parkte. Und einem völlig durchnässten, sturzbetrunkenen Mann, einem Herrn Wladimir. Ja, wir haben gerade eine Großfamilie aus Sotschi zu Besuch und die haben Sonntag was gefeiert, aber eigentlich feiern die immer was. Ja, und dieser Herr Wladimir war sich eigentlich auch gar nicht mehr ganz sicher, ob er nicht eine Erscheinung gehabt hatte. Wir haben dann unter das Fahrzeug geleuchtet und da war nichts zu sehen, definitiv. Gut, der Wagen müsste jetzt mal weg, damit wir mal nachschauen können. Sehr gerne. Okay? Ja, unseren Fahrservice bitte auf dem Parkplatz, danke. Dass das schon gelegen hat. Man kann nie wissen. Blut! Eindeutig Blut! Boah, Scheiße. Tja, das tut mir leid. Aber der Russe, der war so oben drüber. Und es war zappenduster, man hat nichts gesehen. Macht dir keiner einen Vorwurf. Also bevor die Probe zur DNA-Analyse nach Kiel geht, würde ich im Krankenhaus noch schnell die Blutgruppe checken. Was bedeutet das jetzt? Nicht reintreten. Dass wir Ihre Hilfe brauchen, Frau Kron. Wunderbar, vielen Dank fürs Erscheinen. So, jetzt, nachdem das Ehepaar Fisch eingetroffen ist, sind alle unsere Gäste vollzählig. Von den Angestellten fehlt auch keiner? Soweit ich sehen kann, nein. Das ist doch schon mal beruhigend. Ja, allerdings ist Herr Blino noch in der Sauna. Alles klar, danke. Da bin ich wieder. Ja, schön. Was gibt's so breit zu gründen? Wir haben einen Volltreffer. Die Blutgruppe ist B, Rhesus negativ. Das ist ziemlich selten, oder? Ja, 2,0% haben die in Deutschland. In Peru beispielsweise liegt die Häufigkeit bei 0,3. Und in Marokko? Müsst ihr jetzt noch mal gucken. Aber machen Sie das. Unser Arm ist B-Rhesus negativ. Selten in Deutschland. Aha. Na ja, dann ist der DNA-Abgleich eigentlich nur noch Formsache, der Wahrscheinlichkeit nach. Das heißt, wir müssen von einem Gewaltverbrechen ausgehen. Oder von Zwillingen. Scherz. Wie meinen Sie, Kommissar, frische Luft schnappen? Ob Sie raus ins Freie sind, um mal kräftig durchzuatmen, Herr Blinow? Wer Freier? Auf dem Parkplatz, am Sonntag um 23 Uhr. Ja, richtig, Parkplatz. Aber nichts frische Luft. Ich komme raus, weil ich muss kotzen. Ich komme raus zum Kotzen. Aha, gut, Herr Blinow, Sie sind also... Wir trinken. Jungchen, du auch, Kommissar. Barkeeper, du auch trinken. Wir trinken auf Freundschaft zwischen russischer und friesischer Volk. Hm? Sie sind also raus zum Parkplatz, um sich zu übergeben. Stopp, Kommissar. Hey. Ich nichts übergeben. Ich gehe raus, nur kotzen. Ja, das ist auf Deutsch in etwa das Gleiche, nur etwas vornehmer. Ah, ich komme raus, Parkplatz zu übergeben, richtig? Um mich zu übergeben. Dich? Ich komme raus, um dich zu übergeben? Also, ich übergebe mich, du übergibst dich. Er übergibt sich, wir übergeben uns. Ich glaube, das führt jetzt nicht weiter, Feldmann. Ja. Wie hat denn der Mann ausgesehen, der da lag?
Na, wenn er da lag, wenn ich nicht habe gesehen, Geist. Weil wir haben viel getrunken. Wir haben getrunken 2 Flaschen Wodka, dann haben wir getrunken Flasche Whisky, Flasche Cognac und dann noch ein Cocktail. Cocktail war zu viel. Naja, wie auch immer. War klein oder groß, so 1,80. Blond, braun gebrannt, also so Haut voller Braun von Sonne. Jungchen, wenn ich nachts gehe, kurzen, ich nicht gucke Haarfarbe, Mann, was liegt da rum? Also, kompletter Filmriss. Film? Nee, nix Film. Real, alles real. So, wir trinken. Jungchen, Barkeeper, trinken wir auf unsere Frauen, sollen sie nie werden Witwen. Das ist doch komisch. Da draußen kommt ein Mann zu Tode, wird irgendwo im Meer versenkt und keiner hier vom Personal oder von über 50 Gästen will irgendwas mitbekommen haben? 64. Trink mal einen Schluck Wasser und halt dir die Nase dabei zu. Bis die Leiche durch die Fäulnisgase wieder an die Oberfläche treibt, kann es Wochen dauern. Ja, da habe ich ein bisschen Zeit, mir eine Wohnung zu suchen. Warum ziehen Sie eigentlich nicht vorübergehend zu dem Kollegen Feldmann, bis Sie was Vernünftiges gefunden haben? Sie haben doch diese große Wohnung und wohnen da ganz allein. Ja, du. Das ist doch eine super Idee, oder? Das geht nicht, ich habe ja nur ein Bad. Na und? Sie könnten sich doch mal kollegial zeigen und das Budget der Frau Kollegin etwas entlasten. Ich hab gar nicht aufgeräumt, das sieht ja aus bei mir. Ach, das macht mir doch überhaupt nichts. Ich bin Schlafwandler. Und manchmal wache ich morgens auf, in der Küche oder im Bad, nackt. Und ich träume laut. Und manchmal singe ich auch dabei. Das kenne ich von Opa, da habe ich kein Problem mit. Also ich arbeite da natürlich an mir. Selbsthypnose. Und das dauert aber noch. Ah, echt? Kann ich da mal zugucken? Nee, das geht nur allein. Der Kollege hat Angst vor mir. Was sagen wir dazu? Wieso sollte ich denn Angst vor dir haben? Ja, das frage ich mich auch. Schmeckt's, Herr Kommissar? Hervorragend, danke. Sehr schön, das wird unseren Koch hier sehr freuen. Übrigens, Herr Schamm hätte vielleicht noch eine Information, die wichtig sein könnte. Tadde muss um die Zeit draußen auf dem Parkplatz gewesen sein. Was für ein Tadde? Tadde Fredden, unser Fischlieferant. Er hat Sonntag kurz vor 23 Uhr noch geliefert und dann ist er wieder weg. Hier ist der Lieferschein. Mhm. Ist das denn üblich? Eine Fischlieferung mitten in der Nacht? Die Russen hatten um 10:30 40 Krabbenbrötchen an die Bar geordert, aber wir hatten nicht mehr genug in der Kühlung. Da habe ich Tadde angerufen. Das übernehmen wir. Und Sie bringen schon mal Ihre Bude auf Vordermann. Meine Bude ist immer auf Vordermann. Ha, das nehme ich als Einverständnis. Ab morgen hast du eine Mitbewohnerin. Aber nur vorübergehend. Nö. Geht auch ein bisschen mehr als Jo und Nö, Herr Fredden. Nö. Außer Ihnen war niemand auf dem Parkplatz. Nö. Ist von dem Parkplatz irgendein Fahrzeug weggefahren oder ist eins gekommen? Nö. Sie sind sich sicher? Jo. Gut, danke. Das war's dann auch schon. Wenn Ihnen doch noch irgendwas einfällt, dann sagen Sie Bescheid, ne? Jo. Ja. Gute Nacht. Das ist hier Plaudertasche, der Freund. Wer in aller Frühe raus muss, braucht eben sein bisschen Schlaf. Auch wahr. Feiern? Jo. Oder sind Sie noch mit wem verabredet? Noch so ein Fall von ausgeprägtem friesischen Mitteilungsbedürfnis. Jo. Es ist ein weites Land, Natalie. Ach, sei nicht traurig. Wir machen es uns richtig schön.
Dem fehlt ein Arm. Aber im Netz war nix. Danke, den haben wir schon. Ah. Wo ist er denn ins Netz gegangen? 14 Seemeilen südlich, Richtung Sylter Riff. Schätz mal so 12, 14 Meter Tiefe. Ich mach das Ganze jetzt seit 28 Jahren, aber so einen Beifang habe ich bisher noch nicht gehabt. Und das so ein Frühstück. Murphy's Law. Bitte? Murphy's Law. Ja, genau. Wie Dr. Karp gesagt hat. Blond, gebräunt, 1,80 ist der auch. Irgendwas zwischen 30 und 40, würde ich sagen. Meine Gesichtshälften weisen Verletzungen auf. Schnittwunde, Hämatome, Schürfwunden unter den beiden Jochbeinen. Eine Pfirsichkern, große Platzwunde am Hinterkopf und Würgemale beidseitig. Hättest Rechtsmediziner werden sollen. Ja, ne? Na, wenigstens etwas. Ja, das ist für Sie. Funkschlüssel. Fahr ich gleich mal ins Labor und untersuch den. Das kenne ich woher. Was meinen Sie? Geht's? Ja. Das Tattoo da. Aber das ist nicht der. Wer ist was nicht? Ich wusste gar nicht, dass Sie surfen. Weiß doch auch nicht alles über Sie. Ist ja okay. Ja, finde ich auch. Hi Sven. Hey Ina. Schön, dich mal wieder zu sehen. Was macht die Kunst? Ja, wäre mal ein Auffrischungskurs fällig. Ja, jederzeit. Darf ich vorstellen, Hauptkommissar Klüver, Sven... Jansen, moin moin. Hallo. Ich wusste gar nicht, dass du bei der Polizei bist. Mhm. Was wollt ihr hier? Ich meine, nur zum Hallo sagen seid ihr wohl nicht da, oder? Nee. Deswegen. Tatsächlich dasselbe. Dasselbe. Hast du schon was gefrühstückt? Wieso? Weil wir dir was zeigen müssen. Nein. Oh, wir waren jeden Tag am Strand früher zusammen. Ich meine, wirklich jeden. Und das Tattoo war dann so eine Art Stammeszeichen? Oh, Stammeszeichen, weiß ich nicht. Wir haben das einfach alle, das ist so ein Ehrenzeichen. Ja. Das hier ist Pitmatisen, oder? Ja, das war vor 10 Jahren, kurz bevor er abgehauen ist. Und ihr hattet echt die ganzen Jahre keinen Kontakt miteinander? Nee, es gab nicht mal eine Postkarte. Als er Sonntag auf der Matte stand, ich dachte, ich sehe eine Fata Morgana oder was. Der war die ganze Zeit auf Maui, hat er erzählt. Surflehrer in Hawaii. Ich meine, wie geil ist das denn, oder? Wieso taucht er dann so plötzlich wieder auf? Er wollte sich die Segeljacht ausleihen, die Mariella. Für eine Tour in die Karibik. Das hat er ja früher auch schon gemacht. Mann, der ist sich so gefreut darauf. Und jetzt, fuck, ey. Was für ein Scheiß ist er denn da reingeraten? Haben Sie ihm die Yacht schon übergeben? Nee, die Mariella ist eine alte Lady. Ich habe da noch das Rig ausgebessert und Pitt wollte die Tage rumkommen und ja, dann sollte das losgehen. Ne? Hat er sonst noch jemand getroffen? Oder wollte er jemand sehen? Weiß ich nicht, hat er nicht erzählt. Hat er mal das Hotel Binnen-Diekenhof erwähnt? Den Binnen-Diekenhof? Hm? Nee, wieso? Gab es damals einen bestimmten Grund, weswegen Pitt Mathisen Sylt so plötzlich verlassen hat? Das war wegen Kathi. Kathi Montags war seine damalige Freundin. Die ist beim Autounfall ums Leben gekommen. Er saß da am Steuer und das hat er. Ja, das hat er nicht verkraftet. Ja, und Kathis Ex hat behauptet, Pitt wäre bei der Fahrt bekifft gewesen, deshalb schuld an ihrem Tod und. Weiß ich nicht, auf jeden Fall haben die sich tierisch geprügelt da auf der Beerdigung. Ich glaube, ich weiß auch, wer dieser Ex ist. Tade Freuden? Ja, Tade war es. Ja, danke. Das war's dann erstmal. Ja, tschüss. Tschüss.
Herr Fröden? Was wollen Sie denn schon wieder? Ich nehme an, der Name Piet Mattis sagt Ihnen was. Wurde heute früh tot aus dem Meer gefischt. Ja, und was habe ich damit zu tun? Darüber würden wir uns gerne mit Ihnen auf unserer Dienststelle unterhalten. Ja, ich hole mir mal eben eine Jacke. Ja, ich komme mal mit wegen Fluchtgefahr und so. Hey, hey, hey! Den Rad einer erfahrenen Rettungsschwimmerin. Immer erst abwarten, bis sie ohnmächtig sind. Die ziehen euch sonst mit in die Tiefe. Yes. Ich jetzt auch, oder was? Jo. Oh Mann. Und Sie? Nee. Oh, hier, halten Sie mal. Ich wäre da ja nicht reingesprungen. Ich auch nicht. Nee. Ist doch viel zu kalt. Jo. Die Wohnhose habe ich freundlicherweise geliehen bekommen. Na, geht doch. Gordon ist wieder auf dem Damm. Ist das sexy. Ich finde dich auch sexy. Lieber Gott, warum strafst du mich mit diesem Kindergarten? Brauchst du Hilfe? Ja. Bitte. So. Soll ich raus? Bitte kurz. Mensch, Fröden. Warum machen Sie so einen Scheiß? Dann antworten Sie eben nicht. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern und sich einen Anwalt zu nehmen. Brauche ich nicht. Aha. Ich habe ihn umgebracht. Tut mir leid, aber rauchen ist er nicht. Vielleicht ein Kaugummi? Ich mag sowas nicht. Gut. Also zurück zur besagten Sonntagnacht. Sie haben die Krabben in der Hotelküche angeliefert und dann? Wollte ich wieder nach Hause. Und dann stand plötzlich der Kerl da. Piet Mattison. Ja, Piet Mattison. Die Drecksau. Und da ist alles wieder in ihn hochgekommen. Kathi, der Unfall. Das ist immer da. Es ist nie weggegangen, Tag und Nacht. Was haben Sie denn mit ihm geredet? Da gab's nichts zu reden. Sondern? Ich bin hin zu ihm. Ich hab ihm eine geballert, dann habe ich ihm noch eine geballert. Und dann ist er mit dem Kopf auf den Boden geknallt. Und dann haben Sie ihn gewürgt. Nein. Ich hab zugetreten. Mehrmals. Auch auf den Kopf. Sind Sie sicher, dass Sie ihn nicht gewürgt haben? Ich weiß nur, wie er geschrien hat. Hör auf, Alter. Hör auf. Und? Haben Sie aufgehört? Ich wollte ihn ja nicht umbringen. Aber Sie haben ihn liegen lassen und sind einfach weggefahren. Ja. Wir waren nur mal ein Leuchtturm. Ich noch mal umgedreht.
weil sie Gewissensbisse bekommen hatten. Er muss noch gelebt haben. Hat sich noch ein paar Meter weiter geschleppt. Aber er war schon tot, als sie ihn gefunden haben. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn so erwische. Dann haben sie die Leiche zu ihrem Kutter gebracht und noch in der Nacht ein paar Seemeilen vor dem Sylter Riff versenkt. Richtig? Ja. Von mir aus können Sie sich jetzt eine anzünden. Mein Leben ist eh schon lange im Arsch. Der wird immer seltsamer. Der hat sich so einen penetranten Herrenduft aufgelegt. Der hat sich seine Schuhe poliert. Auf der Toilette. Ich meine, was sagt uns denn das? Dass er seltsam ist? Sie bringen ihn erstmal ins Justizkrankenhaus. Er ist akut suizidgefährdet. Ja, aber immerhin, umfangreiches Geständnis. Einfaches Motiv. Ich meine, was will man mehr? Ja, was wollen wir mehr? Das ist noch nicht die ganze Geschichte. Das war's noch nicht. Tut mir leid. Mathisen starb nicht an seinen Kopfverletzungen. Im abschließenden Obduktionsbericht von Frau Dr. Karp steht, dass er mit seiner Halskette erwürgt wurde. Oh, das ist Mord und kein Totschlag. Fredden bestreitet, ihn gewürgt zu haben. Ja, weil er nicht lebenslänglich kriegen will? Ich glaube nicht, dass er lügt. Aber er hat doch gestanden. Ich muss jetzt meinen Umzug machen. Oder, Feldmann? Wir müssen jetzt mal meinen Umzug machen. Ich habe eigentlich auch was Besseres vor, aber wir sollten noch mal zum Parkplatz des Hotels Behnendiekenhof. Die 10 Minuten, die Fredden weg war in dieser Nacht, in diesen 10 Minuten muss noch was anderes passiert sein. Und wir müssen rausfinden, was. Vergessen Sie nicht den Autoschlüssel, den wir bei Mathisen gefunden haben. So wird das nichts mit uns beiden. Wohntechnisch. Hey, vielleicht soll es einfach nicht sein. Hm? Doch, das soll sein. Bingo. Er hat den Wagen in Hamburg angemietet. Na, wer sagt denn? Honolulu, Los Angeles, Frankfurt, Hamburg. Hinflug letzten Donnerstag, Rückflug innerhalb eines Jahres. Was haben wir denn hier? Das ist ein Besuchsschein der JVA Fußbüttel vom Samstag. Feldmann, bitte. Ja, die ist ja auch verstimmt. Bei einem Gefangenen namens Jan Melchior. Zwischen 14 und 15.30 Uhr. Jan Melchior? Sagt mir spontan nichts. Verstehen Sie das? Ja, der ist sprachbehindert. Ja, aber hören kann er. Also damals bei dem Überfall ist er selber als Polizist dabei gewesen. Es gab die Verfolgungsjagd und bei der Schießerei wurde er verletzt. Bitte schön. Dankeschön. Wir hatten bei Tate Fredden Fisch bestellt. Jetzt heißt es, er wurde verhaftet. Stimmt das? Ja, aber die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Ach, ich dachte. Und seitdem kann er auch nicht mehr als Polizist arbeiten. Und seit der Schießerei auf den, unglaublich, der Typ. Auf den Juwelier, seitdem kann er auch nicht mehr sprechen. Ja, traurige Geschichte. Er wurde uns vom Lions Club vermittelt. Wir kümmern uns jetzt schon ein paar Jahre um ihn, so gut es geht. Der Job bei der Polizei war natürlich auch berücksichtigt. Wie lange ist das her? 10 Jahre. Wie lange sind Sie noch mal auf der Insel, Kommissar? 9, Feldmann. 9 Jahre. Ja, und das Schwein, Jan Melchior, wurde erwischt, aber sein unbekannter Kollege konnte mit der Beute entfliehen. Juwelen im Wert von 150.000 Euro. Hm? 1,5 Millionen Euro auch. Und in welchem Zusammenhang steht die ganze Sache mit unserem Mord hier? Pitt Mathisen und das Opfer wurde damals verdächtigt, das Ding mit Jan Melchior durchgezogen zu haben, vermutlich. Aber das sollen wir alles in den Polizeiakten nachlesen. Das wird ihm wahrscheinlich auch zu anstrengend. Und mir ehrlich gesagt ein bisschen auch. Ja, dann danke ich Ihnen erstmal für Ihre Hilfe, Herr Diebenburg.
kann er auch noch Gebärdensprache. Naja, ich verstehe es zumindest ganz gut. Ich hatte mal eine Freundin, die gehörlos war. Unfassbar. Du hattest mal eine Freundin? Unterschätzen Sie Ihren zukünftigen Mitbewohner nicht. Gerade dabei, mir das abzugewöhnen. Sie wissen ja, stille Wasser sind tief. Also, bis morgen. Morgen. Corinna, hallo. Das ist jetzt wieder eine andere, oder? Wegen Tiefe. Da tun sich wahre Abgründe auf. Moin. Na, gut geschlafen? So gut man neben einer Armee von Orks schlafen kann. Also, du, wenn du die benutzt, ne, kannst du die dann bitte genauso wieder ins Regal stellen. Die sind der Gefährlichkeit nach geordnet. Okay. Gibt's eigentlich irgendeinen Quatsch, den du nicht sammelst? Ja, klar. Dann nimmst du dir Lebensmittel schon mal nicht. Gestern Abend bemerkt, dass Sie bei Herrn Feldmann eingezogen sind. Und ich wollte Ihnen eigentlich nur sagen, wie sehr ich mich für ihn freue. Entschuldigung. Feldmann? Ich bin nicht geflüchtet, ich war kurz beim Bäcker. Er wohnt ja nun schon 8 Monate hier im Haus. Und da macht man sich doch denn so seine Gedanken, wenn Sie wissen, was ich meine, nicht? Gut, ich muss jetzt. Aber jetzt bin ich ganz beruhigt, dass er endlich ein so nettes junges Mädchen gefunden hat. Fräulein? Behrensen. Trockenbrot. Frau von Trockenbrot. Aber jetzt habe ich Sie wirklich lange genug aufgehalten. Der arme Junge, der muss ja total ausgehungert sein. Tschüss. Moin. 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 Ich habe euch einen Kaffee aufgesetzt. Super, danke. Gut aussehender Kerl, dieser Jan, ich höre. Zumindest vor 10 Jahren. Blöd ist der auch nicht. Jurastudent in Hamburg kurz vor dem Examen. Was wohl in den gefahren ist. Ich habe die ganze Nacht mit den Akten von dem Überfall damals verbracht. Ach, ja? Dieser Juwelier hatte eine große Schmuckausstellung in Kampen. Nach einer Woche sollten die guten Stücke wieder aufs Festland gebracht werden. Die Täter müssen einen Tipp bekommen haben und haben beim Abtransport zugeschlagen. 2 Mann auf einem Motorrad, Lederklamotten, Helm auf, einer, Melchior, war bewaffnet. Die Leute vom Transportunternehmen übergeben die Beute, können aber den Alarm auslösen. Ein paar Minuten später werden Melchior und sein Kumpane von einem Kollegen gestellt, der den Funk abgehört hatte. Es kommt zu einer Schießerei, der Beamte wird angeschossen und schwer verletzt. Das war dann wohl Diebenbrock. Ja. Die Täter lassen das Motorrad auf der Straße liegen,
trennen sich, hauen in verschiedene Richtungen ab. Der eine, der die Beute hatte, konnte entwischen. Und Melchior? Hat es bis auf die Fähre nach Röm geschafft, wurde aber vor dem Auslaufen der Fähre verhaftet. Was war denn da mit dem zweiten Mann? Bis heute keine Spur. Melchior hat auch nie verraten, wer es war. Natürlich haben sich die Kollegen damals sofort seine Surfer-Clique vorgeknöpft, wer von denen als Komplize in Frage kommen könnte. Aber Mathisen saß angeblich die ganze Zeit in einem leeren Strandkorb, wo er melancholisch an seiner Gitarre herumzupfte. Naja, ist ja jetzt nicht wirklich ein überzeugendes Alibi. Und Sven Jansen hat ihn just zu der Zeit, als der Überfall in Kampen stattfand, angeblich von dort zum Surfen abgeholt. Und beide waren aus dem Schneider. Nicht blöd. So, meine Lieben, ich mache da mal einen kleinen Ausflug in die schöne Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel. Hallo, Lina. Wir wollten uns mal das Schiff ansehen, das ich Mathisen ausleihen wollte, die Mariella. Wieso denn das? Weil Pitt Mathisen umgebracht wurde, deshalb. Ja, das weiß ich. Das tut mir auch sehr leid, aber ich meine, das ist ja keine Zeitung. Tate Freuden hat ihm doch den Schädel eingeschlagen wegen seiner Ex. Oder etwa nicht? Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Bei Madame will ja partout nur in deiner Gegenwart mit mir sprechen. Mach dir nicht allzu viel Hoffnung. Melchior hat jetzt eisern 10 Jahre lang geschwiegen. Ich wüsste nicht, warum er das jetzt ändern sollte. Noch dazu wurde auch in einem Monat vorzeitig entlassen. Was ist denn eigentlich mit deiner Luxuskiste? Du fährst doch sonst nie bei jemand anderem mit. Ich habe mir so ein teures Rad gekauft, da kann ich mir das Auto nicht mehr leisten. Echt? Weißt du eigentlich, dass Melchior schwer krank ist? Er hat Lungenkrebs. Oh, Raucher? Ja, anzunehmen. Ich hab's mir daraufhin schlagartig abgewöhnt. Dann ist der jetzt topfit. Ja, im Tennis bin ich unschlagbar. Wir haben lange nicht mehr gespielt, Hans. Ich habe auch geübt. Ja, ich zitter schon. Wenn Melchior doch reden will, hoffe ich, dass du ihn nicht daran hindern wirst. Hängt von den Fragen ab. Pitt war nicht der Typ, der viel redet. Weil, dass er kein Wort darüber verliert, dass er am Tag zuvor bei eurem Kumpel im Knast war? Ah, schwer zu glauben. Ja, dann glaubt ihr das halt nicht, kann ich auch nichts machen. Oder sie lügen uns an. Sicher, warum sollte ich das bitte schwören? Klar, weil ich Jans Komplize damals war und hier irgendwo noch Klunker für 2 Millionen gebunkert habe, oder was? Ja, gebunkert oder eben zu Geld gemacht. Und das Teil hier war doch bestimmt auch kein Schnäppchen. Also ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ich meine, die Yacht, die gehört ja nicht nur mir, das gehört ja allen, der ganzen Clique von damals. Und als wir die gekauft haben, da war die in ganz anderen Zustand, da war die nicht so teuer. Also dann gehört sie dir, Mathisen? Und Jan Melchior. Ja. Ja. Aber wir haben die doch schon gekauft vor Jans unseligen Überfall. Mann, ey, das nervt so. Immer dieselbe Leier. Ihr könnt doch da mal in euren Akten rumsuchen. Da steht das doch. Die Ermittlungen gegen uns sind eingestellt worden. Ja, weil ihr euch alle gegenseitig eine Alibi gegeben habt. Und was leider von sonst niemandem bestätigt werden konnte. Na, offenbar hat der Ermittlungsrichter das damals anders gesehen. Ich weiß nicht, ich war das nicht, ich weiß nicht, wer das war. Und ich kenne auch niemanden, der weiß, wer Jans Komplize damals gewesen ist. So, jetzt hier Schluss mit der Sitzung. Ich habe keine Zeit mehr. Nee, eine Frage habe ich aber noch. Hat Pitt dir vielleicht damit gedroht, das Alibi platzen zu lassen? Ja, weil er vielleicht doch auch noch ein Stück vom Kuchen abhaben wollte im Nachhinein. Sie wissen schon, schwerer Rauch verjährt erst nach 20 Jahren, ne? Wissen Sie? Ja, oder hat er für seine Falschaussage damals schon seinen Anteil kassiert? Und jetzt kommt das. Jetzt wollt ihr gleich wissen von mir, wo ich Sonntagabend war, ne? Gute Idee. Ja, genau. Wo warst du denn Sonntagabend zwischen 22:30 und Mitternacht? Ina, ich hab Fernseh geguckt. Was für Scheißdrogen nehmt ihr eigentlich? Ja, los, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss jetzt hier zurück zur Surfschule. Ich habe die ganzen Neoprens noch zu wässern. Los, komm, geh in die Hufe. Ja. Ja, ist mal. Wann hat er dich eigentlich gebeten, rauszukriegen, wo Mathisen sich aufhält? Vor 6 Wochen. Theo, du bringst mich echt in Teufelsküche. Sie waren doch dabei, als Melchior am Samstag den Besuch hatte. Haben Sie irgendwas von dem Gespräch mitbekommen? Nee. Wir haben die ganze Zeit Englisch gesprochen. Englisch? Ist nicht verboten. Hast du mitgekriegt, als sie die SMS bekommen hat? Ja, ne? Hat ihn voll nervös gemacht. Ja, eine Verabredung getroffen. Wieso? Jetzt zum Antworten nur 2-mal länger getippt. Und auf einer T9-Tastatur heißt es, dass er Zahlen verwendet hat. Und zwar oben links und unten links ist eine 1 und eine 7.
17 Uhr. Ja, Frage ist nur, ob Sie sich an der Surfschule treffen oder woanders. Oh, da haben wir noch genug Zeit, das Zimmer bei dir auszuräumen. Wie ausräumen? Wir haben über Wave, Bump and Jump, Easy Chipping gequatscht. Ist ja klar, dass ihr gute Werte das für ausländisch hält. Außer über Surfen, über nichts anderes. Ach, meine Blutwerte, seine lächerlich vergrößerte Prostata, über den Tod, worüber man halt so redet. Was wollen Sie von mir? Pete Mathiesen lebt nicht mehr. Dann will er mich verarschen, oder was? Er ist am Sonntag bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit Tadde Frödden zu Tode gekommen. Tadde Frödden? Ja, es muss sich um irgendeine alte Geschichte gehandelt haben. Ja, das steht so in der Zeitung. Aber wir sind uns da nicht so sicher, sonst wären wir ja nicht hier. War Mathiesen in Ihrem Auftrag auf Sylt? Sollte er Kontakt zu Ihrem früheren Komplizen aufnehmen? War er deswegen bei Ihrem ehemaligen Surferkollegen Sven Jansen? Wurde er getötet, weil er in Ihrem Namen unangenehme Fragen nach dem Verbleib der Beute gestellt hat? Das ist kein Zufall, dass Ihr bester Freund aus Hawaii kurz vor Ihrer Entlassung anreist und Sie besucht. Vielleicht sollte er schon mal ein paar Dinge regeln, bevor Sie hier rauskommen. Oder bevor es vielleicht zu spät ist. Sie sollen hier in wenigen Tagen vorzeitig entlassen werden. Aber nur, wenn Sie keinen Anlass geben, diese Entscheidung wieder rückgängig zu machen. Sind Sie sein Anwalt oder meiner? Die beiden müssen schon vorher Kontakt miteinander gehabt haben, auf irgendeine Weise. Hier drin hatten die doch keine Gelegenheit, sich detailliert abzusprechen. Wenn du mit deiner Vermutung richtig liegst, wissen wir davon aus, wie sie das angestellt haben. Telefonieren darf er nicht. Die Post wird akribisch kontrolliert. Tut mir leid, Theo, dass das so ergebnislos war für dich. Aber ich hab dir gesagt, mach dir keine großen Hoffnungen. Schon okay. 16:54. Sag mal, können wir nicht wenigstens die Comics im Regal lassen? Okay. Echt? Cool. Was? Da, guck. Wieder miteinander zu schaffen.
Störe ich bei einem romantischen Date? Eine Observation. Janssen und Diepenburg oder sowas. Schnappen wir uns die beiden. Ina, reden Sie mit Sven. Feldmann, zeitungssicher. Unauffällig. Sven? Warte mal. Sag mal, Ina, ich dachte, wir waren mal Freunde. Was quälst du mich denn hier so? Wir haben einen Mord aufzuklären und vielleicht weitere zu verhindern. So ist es einfach. Kooperier mit uns. Ja, Mann, das tue ich doch die ganze Zeit. Okay. Was hattet ihr da gerade zu besprechen? Diepenbrock ist auch damals angeschossen worden. Und jetzt hat er in der Zeitung gelesen, dass Jan vorzeitig freikommt. Und jetzt ist er da komplett aus dem Häuschen. Und will, dass ich Jan sage, dass er sich hier nie wieder blicken lassen soll. Aber ich habe ihm gesagt, das ist der Lauf der Dinge. Da wird er sich jetzt schon mit abfinden müssen, dass Jan irgendwann in seinem Leben noch mal freikommt. Ne? Und jetzt will er das akzeptieren, oder wie? Na, ich sag mal so, Diepenbrock, das ist eine arme Sau, der tut ja niemandem was. Aber ich verstehe das schon, dass das scheiße ist für ihn, wenn Jan hier wieder rumläuft. Und das ist es für Hanna ja auch. Welche Hanna? Na, die Hotelbesitzerin. Was hat die denn damit zu tun? Ist das ein Witz oder? Dann hast du die Tochter von dem Juwelier, den sie damals überfallen haben. Da wusstest du nicht, oder? Als ihr Vater gestorben ist, hat sie alles geerbt und verkauft und dann hat sie sich das Hotel hier davon gekauft. Und das kannst du glauben, dass das scheiße für sie ist, wenn Jan hier wieder rumgeistert. Danke. Ja, da nicht für. Er hat recht. Hier, Juwelenräuber wird vorzeitig entlassen. Das ist ja auch scheiße für Diepenbrock. Wir dachten, Sie sind in Hamburg. Wie war's denn? Hat Melchior was gesagt? Leider nicht sehr viel. Aber das erzähle ich morgen. In aller Frische. Tschüss. 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 Hey. Hallo. Wie schön ist das denn? Das ist jetzt schon wieder eine andere, oder? In aller Frische. Danke.
So früh schon auf, Herr Kommissar? Ich kann nicht schlafen, wenn ich einen Fall habe. Die Rechnungen für die jungen Damen gehen übrigens auf mich, Frau Krohn. Sehr gerne. Kommt noch eine dazu? Nicht, dass ich wüsste. Also bleibt es bei 4 Personen übermorgen im Restaurant? Ach, wissen Sie was? Reservieren Sie mal lieber 6. Also doch. Feldmann, was machen Sie denn um diese Zeit? Was? Melchior ist abgehauen? Wann? Besorgen Sie jeden Mann, den ihr kriegen könnt. Zur Not vom Festland. Ja, natürlich. Bahnhöfe, Fährhafen, List und die Flughafen. Obwohl ich nicht glaube, dass er mit dem Flieger kommt. Aber dass er kommt, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und sagen Sie Ina Bescheid, dann fahren Sie zuerst zum Yachthafen, danach treffen wir uns an der Surfschule. Okay. Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Herr Melchior aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Sie wissen sicher, wer das ist. Ja, natürlich. Er hat meinen Vater um Millionen erleichtert. Kannten Sie ihn näher? Nein, aber die Zeitungen waren voll mit seinen Bildern. Und Pete Mathison ist Ihnen auch nur als der Mann bekannt, der auf Ihrem Parkplatz zu Tode gekommen ist? Ja, warum fragen Sie? Und Sven Jansen, der Surflehrer? Den kennt hier jeder. Sie selbst surfen aber nicht. Oder haben Sie das früher mal gemacht? Nur zu Ihrer Information. Mein Vater hat mich als Schülerin auf ein Mädcheninternat in der Nähe von Hamburg gesteckt, Schloss Tergum. So früh wie irgend möglich. Mit 10 Jahren, gegen meinen Willen. Dort war ich bis zum Abitur. Surfen gab's da nicht. Und ich war auch dort, als damals alles passiert ist. Wie alt waren Sie da? 17. Und hatten niemals Ausgang? Selten, Herr Klüber. Sehr selten. Entschuldigung, Fragen und immer nur Fragen, so eine Art Berufskrankheit. Tja, ich beantrage dann mal Polizeischutz für Sie. Das brauchen Sie nicht. Ich fühle mich durch Melchior nicht bedroht. Aber die Juwelen sind bis heute nicht gefunden. Ja, richtig. Was will er dann von mir? Ach so, eine Frage allerdings habe ich dann doch noch. Das mit dem Kuchen, das geht in Ordnung? Selbstverständlich. Hier ist alles ruhig. Schauen wir uns den Jansen noch mal an. Kann auch sein, dass er gerne Kaugummi kaut. Die Yacht war alles ruhig, aber schauen Sie mal, Chef. Oh. Ist ja komisch. Was ist komisch? Das sind Limited Free Moves, die sind sauteuer. Ich dachte, Free Moves gibt's nur beim Tanzen. Limited was? Würde die jedenfalls nicht so nachts draußen rumstehen lassen? Sven Jansen sicher auch nicht. Herr Jansen, sind Sie da? Hallo? Da ist einer. Am Boden. Sven, mach die Tür auf! Lass mich mal. Oh Gott! Verdammt, was geht denn hier ab?
Wer war das? Keine Ahnung. Und das hier? Hallo? Stehen bleiben! Ina ist wieder auf dem Damm. Ich habe sie mit dem Sunny nach Hause geschickt. Nicht nach Hause, was sage ich denn da? Zu mir, in meine Wohnung. Ja, und Jensen wird ins Krankenhaus nach Westerland gebracht. Es gibt ja jemand auf der Insel, den wir nicht auf dem Plan haben. Ja, den Melchior. Einen, der die Juwelen will. Und der dachte, dass Sven Jansen der Komplize von Melchior war, damals. Der das Geheimnis aus ihm rausprügeln wollte, wo der Schatz versteckt wurde. Der dasselbe auch bei Mathisen versucht. Und ihn dann erwürgt hat. Wie kommen Sie auf diese Hypothese? Oh Mann, Mann, Feldmann, hier prügelt und mordet sich einer durch die Gegend. Vermutlich weiß er genauso wenig wie wir. Gut, aber rein zeitlich gesehen könnte der Angriff auf Jansen von Melchior erfolgt sein, wenn er denn die Fähre um 5.15 Uhr genommen hat. Das war er nicht. Mit dem Mord an Mathisen hat er ja auch nichts zu tun. Da saß er noch im Gefängnis. Mann, Mann, Feldmann. Hat Sie jemand gesehen? Niemand. Was wollen Sie hier? Hier auf der Insel ist ziemlich viel Polizeiverkehr. Nein, nein, hier können Sie nicht bleiben. Ja, aber falls mir was passiert, können Sie den hier an die Adresse bringen. Einfach im Briefkasten damit und gut. Bedauere. Ich möchte mich nicht von Ihnen in Ihre Geschichte hineinziehen lassen. Sollen das? Das haben Sie doch schon mal für mich gemacht. Ich bin Ihr Anwalt und ich möchte nicht Ihr Komplize werden. Ich rate Ihnen, stellen Sie sich der Polizei. Noch heute. Das rate ich Ihnen nicht nur als Ihr Anwalt, sondern auch als jemand, der Sie persönlich wirklich sehr schätzt. Wahnsinn. Er macht sich lustig über mich. Der behält es einfach nur mit der Logik. Schon mal was davon gehört, Kommissar Klüver? Logik? Schon mal was von Intuition gehört? Bitte Intuition? Wer Intuition hat, der soll Masseuse werden und nicht krimineller Hauptkommissar. Hey, der ist nervös. Seine Kollegin wurde niedergeschlagen. Ja, und? Der geht's doch wieder gut? Ja, der geht's wieder gut. Danke der Nachfrage.
Was ist das denn? USB-Polygraph? Lügendetektor. Über die Sensoren wird die Atmung, der Herzschlag und die Leitfähigkeit der Haut gemessen. Das Ganze wird dann an den Computer übertragen. Ja, gehört in jeden gut sortierten Haushalt sowas. Ja, kannst du aber haben, brauche ich nicht mehr. Wieso? Hast du schon was Besseres? Mittlerweile gibt es viel bessere Methoden, um festzustellen, ob jemand lügt oder nicht. Ach ja, welche denn? Also, bevor jemand lügt, da gibt es so einen kleinen Moment, wo die Pupillen sich verkleinern. Der sogenannte Entscheidungsmoment. Oft blinzeln die Leute sogar dabei. Echt? Lass mal probieren. Komm mal her. Okay, bereit? Ja. Sie heißen Hinnerk Feldmann? Ja. Sie sind Kriminaloberkommissar? Ja. Macht es Sie nervös, dass Sie eine attraktive Mitbewohnerin haben? Was soll denn das? Das funktioniert? Nein. Absolut. Mein Chef. Ja, also der Kaugummi wird von der ein und derselben Person gekaut. Gleiches Papier, gleiche Marke, gleiches Kniffverfahren. Wahrscheinlich auch gleicher Speichel. Wird aber noch überprüft. Ich habe hier noch so ein Teil gefunden, noch ganz weich. Ja, okay. Und checken Sie die Informationen von Hanna Kronen mit diesem Internat Tergo bei Hamburg. Wir führen ja mehr Tagungen im nächsten Jahr durch. Und das bedeutet natürlich für alle Mitarbeiter. Wir reden später weiter. Wären Sie so freundlich und lassen Sie uns kurz allein. Ja, selbstverständlich. Danke. Danke. Guten Tag. Hallo? Hallo. Bitte. Danke. Gibt es Neuigkeiten in Ihrem Fall? Nur die Erkenntnis, dass die Ereignisse der letzten Zeit ein Zentrum haben. Ein Epizentrum. Oder Hypozentrum, bin mir noch nicht ganz klar. Und das wäre? Dieses Hotel. Mhm. Der Mordfall auf dem Parkplatz. Die Hotelbesitzerin als Mitgeschädigte eines Verbrechens, mit dem das Opfer auf irgendeine Weise zu tun hat. Der Angestellte des Hotels, der damals auch ein Opfer war. Der Kommissar, der hier ermittelt. Ja. Diesen Mecher haben Sie noch nicht gefunden? Keine Sorge, wir finden den. Wo würden Sie sich auf dieser Insel verstecken, wenn Sie vor der Polizei fliehen müssten? Wahrscheinlich bei einem sehr guten Freund, den ich absolut vertrauen würde. Danke. Ja, bitte? Theo Klüver, ich würde gerne mit Hans Börschig sprechen. Der ist noch nicht da. Dann warte ich auf ihn. Du weißt, Hülle. Ich hätte dir eins mitgebracht. Nee, nicht nötig. Sag mal, ziehst du um? Nein, ich misste aus. Ich werf Ballast ab. Ich muss leichter werden. Theo, was kann ich für dich tun? Wenn ich das richtig verstehe, der Einzige, dem Melchior in diesem Leben noch vertrauen kann, sein Anwalt. Ja, nach Paragraph 203 Strafgesetzbuch. Er ist abgehauen. Und ich vermute, er ist hier auf der Insel. Weißt du, wo er ist? Theo. Du erwartest doch nicht ernsthaft eine Antwort von mir. Hans, ich brauche deine Hilfe. Da draußen rennt ein Mörder rum. Auch Melchior ist in Gefahr. Also gut. Er hat mir einen Brief zukommen lassen, den ich hätte weiterleiten sollen. Einen Brief für wen? Theo, ich habe jetzt schon gegen meine Verschwiegenheitspflicht als Anwalt verstoßen. Aber du hast auch die Pflicht, Verbrechen zu verhindern. Also gut. Sven Jansen. Danke, Hans. Ich weiß es zu schätzen. Sven Jansen wurde gerade an seinem gebrochenen Unterkiefer operiert. Der ist nicht vernehmungsfähig. Wann kann man wieder mit ihm reden? Frühestens morgen. Da müssen wir uns wohl gedulden. So, ich hoffe, ich habe die Sahne diesmal sensibel genug eingerührt. Völlig vorschriftsmäßig, danke.
Was macht denn unser Kollege Feldmann so? Hausaufgaben? Ich hab's. Was? Ich hab gerade mit der ehemaligen Klassenlehrerin von Hanna Krohn telefoniert. Und die hat mir gesagt, dass Hanna eine sehr fleißige und disziplinierte Schülerin war, aber dass das Verhältnis zu ihrem Vater wohl anscheinend nicht das Beste war. Und deshalb blieb sie an den Wochenenden auch immer in der Schule. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, anschließend habe ich mit der ehemaligen Zimmernachbarin von ihr telefoniert, einer gewissen Renata Longini, die wohnt mittlerweile in Padua. Und es war gar nicht so einfach, die... Feldmann, bitte. Und die hat mir gesagt, dass eben die Hanna Krohn einen geheimen Freund hatte, von dem niemand wissen durfte. Aber ab und an war auch mal von einem Janni die Rede, sodass... Janni? Wie Jan Melchior. Die Apothekertüte. Welche Apothekertüte? Frau Kronen kam von der Apotheke. Melchior ist im Hotel. Ja, darauf wollte ich hinaus. Mit dem Hotel, das. Super gemacht, Feldmann. Klasse. Toll, wie du recherchiert hast. Wir loben dich später. Der Room Service ist unterwegs. 2 Minuten. Wir vermuten, dass Jan Melchior hier im Hotel ist. Hier ist kein Melchior. Das wüsste ich. Sie lügt. Ja. Hast du gesehen? Hab ich. Bitte erweisen Sie sich als kooperativ. Wir vermuten, dass er sich und anderen Lebensgefahr bringt, wenn er sich nicht den Behörden stellt. Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie reden. Haltet die Aufzüge im Blick, den Ausgang und die Treppe, bis die Kollegen von der Bereitschaft da sind. Haben Sie einen Durchsuchungsbeschluss? Noch nicht. Wir wollen uns nur ein bisschen umgucken. Als Ihre Gäste. Wie können Sie nur glauben, dass wir ihr einen entlaufenen Häftling unterbringen? Das ist ja das Verrückte an der Geschichte. Die 17-jährige Tochter eines steinreichen Juweliers verliebt sich in einen Verbrecher, mit dem sie dann gemeinsam den Laden ihres Vaters ausraubt. Das ist völliger Unsinn. Noch verrückter ist er nur, dass sie ihm 10 Jahre lang die Treue gehalten haben. Nachdem der Raub geplatzt ist und er ins Gefängnis musste. 10 Jahre lang. 10 Jahre Treue ohne einen einzigen Kontakt. Eine so schöne, junge Frau. Es gibt auch eine Liebe, die nicht aufhört, selbst wenn sie nicht sein darf. Wo ist er? Keine Ahnung. Theo, was macht denn ihr hier? Ist das ein Einsatz? Wir suchen deinen Mandanten. Ja. Kannst du auf Frau Korn aufpassen, bis die Kollegen da sind? Sie darf hier nicht weg. So, Sie dürfen ja nicht weg. Machen Sie keinen Scheiß, Melchior! Das Hotel ist abgeriegelt! Draußen wartet die Kavallerie! Reden Sie mit mir! Oder wollen Sie, dass noch mehr Leute ermordet werden, so wie Matheson? Ein kleiner Personenbus, Farbe Anthrazit, mit einem großen E drauf.
auf der Landstraße Richtung Lift-Weststrand. Und Vorsicht, der Mann ist vermutlich bewaffnet. Na, wo ist denn nun Jan Melchior? Wieso fragt mich eigentlich jeder, wo Melchior ist? Warum wohl? Kaugummi? Polizei, kommen Sie sofort da raus! Bleibt hier. Was? Lass mich das machen. Hör doch nicht alleine, der ist gefährlich. Kinders, was wisst ihr schon von der Liebe? Da draußen läuft ein Wahnsinniger rum. Sven Jansen hat es auch schon erwischt. Was? Als nächstes ist Hanna dran. Hanna Kronen. Sie alleine werden sie nicht beschützen können. Was ist mit Sven? Er wurde gefoltert. Wenn wir nicht zufällig vor Ort gewesen wären, hätte er es nicht überlebt. Das alles wollte ich nicht. Und ich verstehe nicht, wieso das alles passiert. Wieso wollten Sie so plötzlich an den Schatz ran, nach 10 Jahren? Sie haben doch nichts mehr davon. Es gibt eine neue Therapie in Amerika. Teuer. Hier ist sie noch nicht zugelassen. Das soll ganz gut sein. Wäre vielleicht noch eine Chance gewesen. Aber wieso sollte Mathis in den Schatz heben? Hätte sie doch selbst tun können. In 30 Tagen. Wenn er nicht also alles in der Hacke gab, wussten doch alle von den Juwelen. Ich wollte das vorher erledigen. Deswegen haben sie Mathisen den Auftrag gegeben, gemeinsam mit Hanna den Schatz zu heben. Nicht mit Hanna. Allein. Er sollte Hanna komplett aus dem Spiel lassen. Er wurde vor ihrem Hotel ermordet. Das ist es ja, was ich nicht verstehe. Okay. Mathisen sollte die Juwelen finden, dann ab damit nach Amerika. Sie sollten danach kommen. Wer alles wusste von dem Plan? Nur Piet Mathisen. Was hatte dann Jansen mit der Sache zu tun? Nichts, gar nichts. Sven hatte unsere alte Yacht, die Mathisen sich von ihm ausleihen sollte. Aber er war nicht eingeweiht. Was stand dann in dem Brief an Jansen, den Sie am Anwalt mitgeben wollten? Der Brief? Der war nicht für Sven. Rasch, ich sag das aber. Was? Der hat den Umschlag in der Hand gehabt. Er hat genau gesehen, dass er für Hanna war. Wieso behauptet er so etwas? Verdammt. Kommen Sie mit. Na, Hans, tut mir leid, das hat ein bisschen gedauert. Du hast echt was gut bei mir. Seid ihr noch an der Rezeption? Dann bis gleich. Geben Sie eine Fahndung raus. Hans Börschig, Rechtsanwalt in Kampenort nach Hanna Kronen. Leicht. Wo sind die Juwelen? Auf dem Friedhof in List. Da hinten ist es. Es ist vielleicht jetzt nicht der richtige Moment, um mich auf den Arm zu nehmen, Frau Kronen. Andererseits würde es erklären,
warum die Karte nicht funktioniert und warum Mathisen vergeblich gegraben hat. Jan und ich hatten eigentlich eine andere Grabstelle ausgemacht, die 401 da hinten, aber da waren Gärtner. Dieses hier stand offen und ich wollte das Zeug so schnell wie möglich loswerden. Zwei Tage später lagen Kränze drauf und ein Holzkreuz stand drüber. Ewald von Trockenbrot, ursanft, mit einer Grabbeigabe, die einem Pharaon würdig gewesen wäre. So. Warten wir auf Verstärkung? Und wie machen wir es? Sobald wir wieder unter uns sind, werden wir nicht umhin kommen, uns die Hände dreckig zu machen. Ist ja nicht schon genug Dreck an ihren Händen? Deswegen kommt es auf ein bisschen mehr nicht mehr an. Das heißt, es wird mir genauso ergehen wie dem Freund von Jan? Als ich zu ihm kam, war er schon fast hinüber. Ich dachte, er sei tot. Aber er war es nicht und er hat mich erkannt. Ich weiß aber auch, wer Sie sind. Ja, aber Sie sind eine kluge Frau. Und vielleicht können wir uns einigen, das Ganze zu vergessen, wenn wir den Schatz gehoben haben und ich Ihnen einen beträchtlichen Anteil davon anbiete. Hm? Ich mache keine Geschäfte mit einem Mörder. Sie haben Humor. Da vorne in etwa müsste es sein. Also etwa in Verbindung mit dem Konjunktiv ist in dem Fall ganz schlecht. Muss jetzt aber reichen. Mach mal Räuberleiter. Mach so. Wieder ein Hinweis auf eine schwere Kindheit. Ohne Geschwister und Freunde. Nicht glauben, aber sie ist die Komplizin von Jan Melchior. Aber ich habe mit ihr gesprochen. Sie wird uns sagen, wo der Schatz vergraben ist. Hans, lass das Theater. Du hast Mathisen auf dem Gewissen, das können wir beweisen. Und auch die Geschichte mit Jansen. Theo, zwing mich nicht, andere Seiten aufzuziehen. Du weißt, dann mag ich mich selber nicht. Lass uns allein gehen. Ich verstehe nicht, was da in dich gefahren ist. Du bist ein erfolgreicher Anwalt. Das war ich mal. Aber wenn du nicht zur rechten Zeit mit den richtigen Leuten Golf spielst, dann kannst du ganz schön abschmieren. Und ich spiele verdammt schlecht Golf. Also. Ich kapiere das nicht. Ich will weg hier von dieser Scheißinsel. Und dafür brauche ich Geld. Ziemlich viel Geld. Hans, lass es bleiben. Du hast verloren. Hör jetzt auf. Es reicht. Ist ja gut. Geh jetzt. Immer mit der Ruhe. Das hätte nicht sein müssen, Hans. Egal, was mit mir jetzt passiert, ich lasse dich nicht im Stich, hörst du?
hab ich Kohldampf. Hoffentlich gibt's da gleich was Leckeres. An seinem Geburtstag wird er sich schon nicht lumpen lassen. Mich wundert ja, dass er immer noch für die Kronen arbeitet, obwohl er mittlerweile weiß, dass sie Mitschuld an seinen Verletzungen trägt. Vielleicht liebt er sie ja. Was ist denn das für ein Argument? Verstehst du nicht. Doch, wieso? Das ist bestimmt so eine tiefliegende Maso-Veranlagung, die dazu bringt, seine Peinigerin zu lieben. Wie bei uns eben. Gib dir keine Mühe. Wirst schon sehen. Das ist ehrlich. Moment mal. Das ist der hoffnungsvolle Nachwuchs. Meine geschätzten Kollegen. Bitteschön. Oh, das ist ja lieb. Das ist von uns beiden. Dankeschön. Könnt ihr später aufmachen? Ja. Und dann darf ich euch mal vorstellen, das ist meine bezaubernde Nathalie aus Köln. Sie ist schon vor ein paar Tagen angereist, was mich sehr gefreut hat. Aus Berlin meine vielbeschäftigte Corinna. Wir sind alle vielbeschäftigt. Ja, schon, aber die sich auch ein paar Tage Zeit genommen hat für meinen Geburtstag. Obwohl sie verheiratet ist und zwei noch recht kleine Kinder zu Hause hat. Vielleicht habe ich mir gerade deswegen ein paar Tage freigenommen. Corinna ist die jüngere Schwester von Nathalie. Und trotzdem war sie es, die mich vor 6 Jahren zum ersten Mal zum Großvater gemacht hat. Nathalie hat jetzt nachgezogen. Beide sind meine Töchter aus erster Ehe. Bei mir war das immer den Männern ein bisschen unübersichtlicher. Da kommt ganz nach dir, Papa. Naja, das ist sicher nicht so ganz falsch. Aber ihr seid meine Augensterne. Ihr seid meine Treue. Ihr seid mein Glück. Ja, Papa, du auch unseres. Oh, jetzt wird's emotional. Jetzt fängt er gleich an zu heulen. Also irgendwas muss ich auch mal richtig machen. Ihr seid einfach Meisterwerk. Und das ist Esther aus meiner zweiten und leider kürzesten Ehe. Ich hab dich trotzdem lieb. Du hast es ja auch nicht so ewig bei deiner Mutter ausgehalten. Sie ist mit 13 bis zum Abi zu mir gezogen. Ich wollte halt tanzen lernen. Und jetzt bist du besser als ich. Komm. Lasst uns anstoßen auf die Liebe. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Auf das Leben, auf die Treue. Oh. Die Torte. Komm,